Herzlich willkommen zu unserem Adventskalender heute am 4.12., dem Barbaratag. Heute ist es auch mal Brauch, einen Kirschzweig abzuschneiden. Deshalb stehe ich hier auch neben einem Kirschbaum. Diese Tradition ist hauptsächlich bei uns im Rheinland zugange und zu finden, aber auch in Westfalen, in Bayern, bei den Schwaben und in Tirol. Doch der Reihe nach. Die heilige Barbara gehört zu den 14 Nothelfern. Und dazu hat sie auch allen Grund, denn sie ist ein wirklich großes Multitalent. Und sie hat auch ganz viele Verehrer, die reichen von schlesischen Bergleuten über rheinische Feuerwehrleute bis hin zu arabischen Köche. Gelebt, je nachdem, welcher Legende man jetzt folgt, hat die Barbara in der heutigen Türkei oder im heutigen Libanon. Wie dem auch sei, diese junge, gut aussehende, attraktive Frau wollte nicht heiraten, sondern hat sich quasi ganz und gar mit Haut und Seele dem Christentum verschrieben. Und sie wollte deshalb ehelos leben. Der Vater, können Sie sich vorstellen, war von nicht begeistert. Er wollte seine Tochter gerne verheiraten. Und damit sie zur Besinnung kommt, wurde sie am Turm eingesperrt. Doch das nutzte nicht viel. Barbara ließ sich taufen. Sie wollte eben ganz und gar für Christus da sein. Das Maß war voll, der Vater hatte die Schnauze voll und zeigte seine eigene Tochter bei den Behörden an. Denn als Christin war es damals verboten zu leben und auch natürlich lebensgefährlich. Auf dem Weg in das Staatsgefängnis, wo Barbara eben gefoltert werden sollte, auf dem Weg dorthin tat sich die Erde auf und sie konnte durch diesen Spalt entfliehen und wurde somit auch zur Schutzpatronin der Bergleute. Dennoch, Barbara wurde gefangen und der Vater selbst hat das Todesurteil vollstreckt, indem er ihr den Kopf abgeschlagen hat. Und in diesem Augenblick traf den Vater den Blitz und er fiel tot um und daher wird in diesem Augenblick Barbara zur Schutzpatronin der Feuerwehr. Und so kommen wir auch wieder zurück zu dem blühenden Kirschzweig an Weihnachten. Denn wenn Sie ihn heute eben in der Vase stellen, wird er an Weihnachten aufblühen. Das Wasser und die Wärme brechen die Blütenknospen auf. Das Wasser steht dabei für die Taufe, die Wärme für die Liebe Gottes. Und die Blüten symbolisieren das neue Leben und die übernatürliche Geburt Jesu Christi.